In wenigen Jahren werden einige von euch zurückblicken und sich fragen, ob sie die richtige Wahl getroffen haben. Ob sie das Beste aus den Möglichkeiten gemacht haben, die ihnen gegeben wurden. Zusammen haben wir die gleiche Mission. Im Laufe deines Lebens wirst du feststellen, dass auf dieser Welt etwas nicht stimmt. Du wirst feststellen, dass die Dinge passieren, die du nicht verdienst und die nicht fair sind. Aber du musst dich durchbeißen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen und weiterkämpfen. Gib nie, niemals auf. Gib nie auf. Gib nicht nach. Und hör nie auf, das zu tun, wissend, was richtig ist. Nichts, was jemals wert war, zu tun, ist einfach. Und je gerechter dein Kampf ist, desto mehr Widerstand wirst du erfahren. Jetzt musst du in die Welt hinausgehen und deine Hoffnung und deine Träume in die Tat umsetzen. Dein Land, Deutschland, braucht dich. Deutschland war schon immer das Land der Erfinder, Dichter und Denker, das alle verbindet. Doch wir wurden angekettet und versklavt. Man erzählt uns, wir wären schuld an den beiden Weltkriegen. Sie behaupten, wir wären ein kriegerisches Volk, aber das stimmt nicht. Wir können gut kämpfen, ja. Doch wir haben die wenigsten Kriege geführt. Man verbietet uns, die Wahrheit auszusprechen, während man uns ständig belügt. Man fälscht unsere Geschichte. Erzählt uns, dass wir schlecht sind. Doch wir wissen genau, dass es nicht so ist. Seit Jahrhunderten will man uns spalten, vermischen und ausrotten. Denn sie haben Angst. Angst vor unserer Intelligenz, vor unserem Fortschritt. Vor unserem großen Herzen. Unsere Feinde wollen die Weltherrschaft. Doch wir wollen den Weltfrieden. Die deutsche Seele ist unermüdlich. Geduldig und unzerstörbar. Wir lieben unsere Nachbarn, unsere Brüder in Osten, Westen, Süden und Norden. Wir lieben das russische Volk, unsere Brüder im Herzen. Auch wenn man uns seit Jahrhunderten versucht, voneinander zu trennen. Wir lieben das amerikanische Volk. Ein Drittel von ihnen sind enge Verwandte. Wir lieben die Schweizer, Österreich, Iren und Schotten. Unsere Brüder, welche immer zu uns standen. Unsere Nachbarn, die uns stets angegriffen haben, möchten wir vergeben. Das Leid, was wir auch ihnen zugefügt haben, ist nicht unsere Natur. Wir lieben alle Völker und verachten alle Herrscher, die sich diese zu eigen machen. Viele Völker wurden unterwandert und benutzt. Genau wie wir es wurden, um uns und sie zu schwächen. Das ist leider heute noch so. Aber das wird sich nun ändern. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und wir werden uns von niemandem mehr irreführen lassen. Wir lassen uns nie wieder ausbeuten. Und gleichschalten. Und diktieren. Wir halten zusammen. Die Zeit ist gekommen, den deutschen Kämpfergeist in uns zu wecken. Als Arbeitervolk legen wir jetzt die Arbeit nieder. So lange, bis unsere Unterdrücker aufgeben und loslassen. Wir werden den totalen Widerstand leisten, bis wir unseren Willen durchgesetzt haben. Informiert eure Mitmenschen, Freunde, Verwandte und Bekannte. Ab dem 1. Dezember widmen wir uns intensiv einer besseren Zukunft. Eine Zeit der totalen Ablehnung des Regimes bis zur erbitterten Kapitulation. Hebt euer letztes Geld von der Bank ab, nehmt euch Urlaub oder seid krank. Für mindestens 2 Wochen. Es wird so lange dauern, wie es muss. Hortet Nahrungsmittelvorräte für mindestens 1 Monat. Tankt ein letztes Mal voll auf den Ersatzkanister. Wir werden das System auf ganzer Linie lahmlegen. Für eine Zukunft ohne Unterdrückung, ohne Lügen, ohne Betrug, ohne Ausbeutung. Im Gedenken an unsere Vorfahren, die ihr Leben für unsere Zukunft geopfert haben, werden auch wir unser Leben zum Wohle und der Freiheit unserer Kinder opfern. Die Geschichte Deutschlands ist eine Geschichte der Helden, der Tapferen und der Klugen, die in tiefem Mitgefühl, Gemeinschaft und Stärke begann. An die nächste Generation deutscher Söhne und Töchter sagen wir: Gib niemals auf. Es wird Zeiten in deinem Leben geben, in denen du aufgeben willst. Nie aufgeben. Gib niemals auf, für das zu kämpfen, woran du glaubst. Und für die Menschen, die sich um dich sorgen. Trage dein Leben selbst mit Würde und Stolz. Fordere das Beste von dir selbst. Je mehr Leute dir sagen, dass es nicht möglich ist, dass es nicht getan werden kann,
desto mehr solltest du absolut entschlossen sein, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Behandle das Wort unmöglich nur als Motivation. Nutze die Gelegenheit, ein Außenseiter zu sein. Und mach das Unmögliche möglich. Je mehr ein kaputtes System dir sagt, dass du falsch liegst, desto sicherer solltest du sein, dass du weiter voranschreiten musst. Du musst voranschreiten und immer den Mut haben, du selbst zu sein. Deutschland ist besser, wenn Menschen ihre Wünsche in die Tat umsetzen. Heute beginnt, jeder von euch, ein neues Kapitel. Wenn deine Geschichte von hier an weitergeht, wird sie von deiner Vision, deiner Ausdauer und deinem Mut bestimmt sein. Wir werden eine Zukunft aufbauen, in der wir den Mut haben, unsere Träume zu verfolgen. Egal, was die Zyniker und die Zweifler zu sagen haben. Du wirst das Vertrauen haben, die Hoffnungen in deinem Herzen zu sprechen und die Liebe ausdrücken, die deine Seele bewegt. Solange du stolz auf deinem Willen, Mut in deiner Überzeugung und Glauben an Gott und dich selbst bist, dann wirst du siegen. Solange Deutschland seinen Werten treu bleibt, seinen Mitmenschen treu bleibt und sich seinem Schöpfer verschrieben hat, dann stehen unsere besten Tage noch bevor. Möge Gott die heutige Generation segnen. Möge Gott alle Völker der Erde segnen. Und möge Gott uns beistehen im letzten Kampf gegen die Unterdrücker der Menschheit. Wisse, dass Gott dich segnet. Und sei dir gesagt, dass du in jeder Hinsicht besonders bist. Gott segne euch alle und die Zukunft unserer Kinder.